guten Abend. Ja, ich grüße. Na bitte. Herr Becker, ich koche nicht. Nein. Vielen Dank. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Wir leben ja in einem Land, in dem man gut und gerne lebt. Das klingt schon ein bisschen nach Hospiz, finde ich, oder? Sind wir ehrlich, wir haben aufgegeben, oder? 4 Jahre GroKo, jetzt sollen sie halt machen, oder? Sollen sie wieder 4 Jahre über die Ungerechtigkeit im Land hinweg regieren? Ja? Das sieht man ja schön an der Diskussion um die Tafel in Essen momentan. Ja, wo es jetzt heißt, dürfen Deutsche bevorzugt werden oder nicht? Ja, da ist doch die Frage schon falsch. Die entscheidende Frage ist doch, warum gibt es in einem Land, in dem wir im letzten Jahr einen Überschuss von 36,6 Milliarden erwirtschaftet haben, überhaupt eine Armenspeisung? Das ist die Frage. Ja? Danke. Die Tafel ist nicht ein Zeichen der Armut, sondern ein Armutszeugnis für diese Bundesregierung. Das ist, jetzt werden noch 25 Jahre Tafeln gefeiert in diesem Jahr. Da fragt man sich, was gibt es eigentlich zu feiern? Es gäbe erst wieder was zu feiern, wenn es die Tafel nicht mehr gäbe. Ja, ja. Danke. Ja. Und da erhebt sich jetzt die erste Klasse wieder, die wir alle sind, die wir uns ja die Lebensmittel normal kaufen können, über die in der Reihe stehen, da bei der Tafel. Wer darf da alles anstehen? Oh, der Ausländer, jetzt auch der Flüchtling. Jetzt frisst uns der Flüchtling noch den Müll weg. Ja? Und da heißt es immer, ja, und die Omi kommt nicht mehr zum Zuge, die ihr Leben lang hart gearbeitet hat. Ja, ja, wer sagt denn, dass die Omi hart gearbeitet hat? Vielleicht war es eine faule Sau. Ja, wir wissen es doch gar nicht, oder? Das ist immer so ein Klischee, vielleicht ist es so eine Nazi-Oma, die in der Reihe steht und sagt, unterm Führer hätte es das nicht gegeben. Ja, ja, und hat, ja, pass auf, hat die dann weniger Recht, an der Tafel was zu bekommen? Das ist doch die Frage. Das Schöne in diesem Land ist doch, dass jeder Idiot und jedes Arschloch trotzdem ein Recht auf ein Leben in Würde in diesem Land hat. Das ist Zivilisation, nennt sich das. Zivilisation, ja. Ja. Aber von der Zivilisation entfernen wir uns ja immer mehr. Ja? Das ist ja das Problem, dass wir immer weiter weggehen. Ja? 1% der Weltbevölkerung besitzt inzwischen so viel wie der Rest zusammen. Und diesem 1% ist einer gigantischen Lügenkampagne, den 99% zu erzählen, dass das, was im Sinne des 1% im Sinne aller ist. Und das glauben wir bis heute. Und wie das Spiel funktioniert, habe ich ein schönes Beispiel für Sie mitgebracht von Klaus. Falls der Name bei Ihnen familiär vorbelastet ist, nehmen Sie einen anderen. Ja, darum geht es gar nicht. Klaus kauft einen Gebrauchtwagen beim befreundeten Gebrauchtwagenhändler und weil die zwei sich gut kennen, überweist er die 1000 Euro schon vorher. Und der Gebrauchtwagenhändler sagt, dafür bringe ich dir das Auto auch zu Hause vorbei. Kleiner Service von mir. Und bei dieser Überfahrt geht das Auto kaputt. Motorschaden, Totalschaden, da ruft der Gebrauchtwagenhändler ganz aufgeregt beim Klaus an und sagt, du Klaus, das Auto ist kaputt. Was machen wir denn jetzt? Sagt der Klaus, ist doch kein Problem, du überweist einfach die 1000 Euro zurück. Ja, das ist schon ein Problem. Ich hatte Schulden, das Geld ist gar nicht mehr da. Was machen wir denn jetzt? Ja, dann bringen wir wenigstens das Auto. Ja, aber das ist doch kaputt. Ja, macht nichts, ich verlos das. Und 2 Wochen später treffen sie in der Kneipe wieder. Und weil der Gebrauchtwagenhändler ein schlechtes Gewissen hat, fragt er den Klaus. Sag mal, du Klaus, wie ist denn deine Verlosung gelaufen? Ja, super. Du, ich habe 500 Lose zu 5 Euro verkauft. Ich habe 2.500 Euro gemacht. Minus die 1000 Euro, die ich bei dir versenkt habe, habe ich immer noch 1.500 Euro gewinnen. Ja, aber du sag mal, das Auto war doch kaputt, hat sich da keiner beschwert? Ja doch, der eine, der es gewonnen hat, dem habe ich die 5 Euro zurückgegeben. Ja. Gucken Sie mal, mit ein paar Sätzen das ganze Scheißsystem erklärt, oder? Und wir merken es nicht mal, das kommt ja auch noch dazu. Wir merken es nicht mehr, so laufen die meisten durch die Straßen, weil sie es nicht mehr mitkriegen wollen, was abgeht. Ja? Halb Mensch, halb Handy. Wenn dir früher nachts einer so begegnet ist, da wusstest du, der ist besoffen. Heute kannst du sicher sein, der Akku geht zur Neige. Leute, es gibt... Danke. Es gibt Leute, die reden mit dem Handy. Also nicht durch das Handy mit jemand anderem. Falls sie sowas noch machen... sind sie alt. Ja? Sehr, sehr alt. Heute redest du mit Siri, das ist eine Spracherkennungssoftware. Stehen die mitten in der Stadt und fragen Siri, sag mal Siri, wo ist ein nettes Café? Und Siri sagt 20 Meter auf der linken Seite, Café Müller. Und was müsste Siri eigentlich antworten? Mach die Augen auf, du Depp, dann siehst du es vielleicht. Ja? Ja? Aber auf die Idee kommt man schon gar nicht mehr. Ja? Das ist das. Ja? Das ist das, ja? Aber wissen Sie, was das Problem ist? Siri ist unsere Zukunft.
Ob wir wollen oder nicht, Siri wird mich an alles erinnern. Siri wird mich an den Geburtstag meiner Frau erinnern. Und Siri kauft auch die Geschenke, weil Siri kennt meine Frau viel besser. Ja, Siri hat meine Frau ausgesucht. Das wird kommen, sie lachen. Ich werde dankbar sein, wenn sie aus Fleisch und Blut ist. Und wenn wir Geschlechtsverkehr haben, dann legen wir die Smartphones nebeneinander. Und da gibt es eine App, die heißt Fiki Fiki 24. Und dann treten die per Bluetooth in Kontakt miteinander, während wir oben im Wohnzimmer Pokémon jagen. Ja, auf das hört das am Ende. Ich reg mich schon wieder auf. Jetzt reg ich mich doch noch auf. Ich reg mich. Und da... Vielen Dank. Und da ein Satz noch zur Warnung. Und da rechnen im Hintergrund diese ganzen Algorithmen, die so wichtig geworden sind in der heutigen Zeit, von denen Sie auch schon gehört haben, die so wichtig... Und viele halten diese Algorithmen für wahnsinnig klug. Ich sage Ihnen eins, die sind strunzdoof. Die können nur unglaubliche Datenmengen sammeln, aber selber denken können die kein Millimeter. Ein Algorithmus kann ausrechnen, jetzt sind Sie hier vorne wieder dran, ein Algorithmus kann ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie nächste Woche einen Sechser im Lotto haben. Mit Zusatzzahl. Auf die millionstel Stelle hinterm Komma genau kann der das aus, und zwar unabhängig davon, ob Sie Lotto spielen oder nicht. Wir werden durch Algorithmen die Welt nicht besser verstehen, wir werden uns nur genauer irren. Und wenn wir das verstanden haben, ja, dann wird alles gut. Und für den Rest gibt es nachher an der Bar eine große Verlosung. Es gibt Lose zu 5 Euro. Wir verlosen einen niegelnagelneuen Gebrauchtwagen. Ich danke euch. Ich danke. Herzlich. Christoph Sieber!